der Gurkenlaster, der hat, glaube ich, alles rausgeholt. Er wird eben also auch immer darauf angesprochen. Mich haben auch wirklich Leute schon gefragt, ob das inszeniert wurde. Ja. Weil das war irgendwie so spektakulär. Da haben ja die Damen in Niederbayern, die Bäuerinnen, haben dann die Gurkengläser aufgesammelt und bei eBay reingestellt. Haben Sie die Bilder lange nicht mehr gesehen, die alten? Ah, ich versuche das immer so ein bisschen zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man irgendwie so Jugendfotos von sich anguckt. Ich habe zum Beispiel bei mir, ich habe hier, das muss ich zeigen, ich habe hier in meinem Geldbeutel einen Ausweis von mir, einen Führerschein. Ich weiß nicht, ob ich das in die Kamera zeigen kann. Daniel Kübelk hat mittlerweile einen Führerschein. Ja. Und das sehe ich so richtig, so richtig. Darf man das zeigen, ja, mit den natürlich. Daten und so? Nein. So, ja. So kann man das machen. Ja. Und das sehe ich, ich weiß nicht, Kamera, ob man das, damit man aber das, das sieht man sieht, eigentlich dann nicht so wackeln. Nicht wirklich. Hallo? Sie sagen jetzt die ganze Zeit du, Herr Kübel. Wollen wir du sagen doch trotzdem? Nee, wir sagen schon Sie. Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Das stimmt. Also Frau Moschner bitte, Herr Kübelböck. Hallo, hier. Guten Tag. Aber hat man da, was für ein Gefühl hat man da, wenn man diese alten Bilder sieht? Ist das gruselig? Ist das irgendwie auch ein bisschen Stolz, der da mitschwingt? Ich habe das überlebt. Ich glaube, es ist so ein bisschen, man ist so ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Man denkt irgendwie so, ach, das ist jetzt 10 Jahre, liegt 10 Jahre zurück. Und in den 10 Jahren hat sich ja so viele Sachen haben sich entwickelt, musikalisch. Mhm. Man hat sich auch vielleicht in ganz anderen Richtungen orientiert. Und wenn man sich das dann so anschaut, dann ist man schon etwas überrascht, wie man sich eigentlich so als junger Mann so, ja, so entwickelt. Und das ist für mich eigentlich eher so manchmal, dass ich mir denke, das ist schon heftig, ne? Die langen Haare und auch die Brille. Und es ist ja nicht so, dass die langen Haare, ich glaube, heute würden die auch gar nicht mehr so wachsen wie damals. Ja, sind die schneller gewachsen? Ich weiß es nicht. Damals waren die irgendwie so innerhalb eines halben Jahres waren die lange. Und jetzt brauche ich irgendwie länger dazu. Was ich wirklich heftig fand, ich habe im Nachhinein so das Gefühl, da wurde ein 16-, 17-jähriger Junge irgendwie letztendlich für alles verantwortlich gemacht. Haben Sie das auch so gesehen? Oder sehen Sie das heute so? Ich glaube, man muss natürlich auch das so sehen. Es gab ja Mord und Totschlag damals. Ja, ausreden? Um Gottes Willen. Ich glaube, es ist so, wenn man... Das ist ja das erste Mal, das ist so eine Show. Wir hatten 15 Millionen Zuschauer damals. Das hat ja bis jetzt keine Castingshow mehr geschafft, so viele Zuschauer von Fernseher zu locken. Und das spaltet natürlich auch ein Stück weit die Gesellschaft. Man überlegt, vielleicht ist das jetzt gut, so junge Menschen in so ein Haifischbecken zu werfen. Ich denke, dass das ganz normal ist. Das war ja so ein bisschen der Beginn der Castinggeschichte. Mittlerweile gibt es ja so viele Castingshows, wie auch schon Spunk vorher erwähnt hat. Es gibt ja von X-Faktor bis hin zu Popstars und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, dass man da irgendwo ein Stück weit damals, wenn 15 Millionen Zuschauer zugucken und junge Gesichter auf dem Stern und auf dem Spiegel stattfinden, dann überlegt natürlich die Gesellschaft, was passiert da eigentlich. Ich glaube, dass das ganz normal ist. Aber ich glaube, als 16-, 17-Jähriger findet man das nicht normal, oder? Also ich fand das eigentlich ganz lustig damals, als ich so den Stern in der Hand hielt und dann habe ich so ein Foto von mir drauf gesehen. Ich fand das eher witzig. Ich glaube, als Jugendlicher denkt man da nicht so viel drüber nach. Das ist auch ganz gut so. Karl, hast du das damals verfolgt? Ja, natürlich. Wir kamen ja gar nicht drum rum. Wir haben auch die Limaden da im Dschungel und so weiter. Und so. Das war schon Fernsehgeschichte, was du geschrieben hast. Ja. Mit was für einer Motivation sind Sie denn damals überhaupt dorthin? Also das war eigentlich ganz witzig, ich wurde ja erstmal gar nicht genommen. Also das war ja damals noch in der ersten Staffel so, dass man ein Video hingeschickt hat. Mhm. Man musste sich richtig bewerben. Heute kann ja jeder mitmachen. Jeder kann zum Casting gehen, wieder immer aufgerufen, du kannst dabei sein. Und damals war das so, dass ich eigentlich eher so eine Absage bekam oder beziehungsweise eigentlich gar nichts bekam. So war das. Und ich dachte mir, das kann es irgendwie nicht sein. Dann habe ich bei RTL angerufen und habe mich dann in die Etage hochleiten. Also ich Wie findet man denn erstmal die Nummer von RTL raus? Im Internet habe ich das gefunden damals. Ja, das gab es schon. Und ich habe aber damals noch kein eigenes Internet gehabt. Vor 10 Jahren hatte man in der Schule dann gegoogelt. Und dann bin ich dann bei RTL irgendwie durchgewählt worden in die Abteilung von Grundy Light Entertainment. Das ist die Produktionsfirma. Und die haben dann zu mir gesagt, wenn jemand so frech ist, dann müssen wir den auch zum Casting einladen. Es gab am 24.02.2004 eine Tagesschau-Meldung, die zwei Personen hier in der Runde noch bis heute nachhängt. Das war ja ein Skandal, ne? Wir gucken uns erstmal die Meldung an, damit auch unsere Zuschauer wissen, um was es geht. Und dann reden wir da kurz drüber.
Der Sänger und Medienstar Daniel Kübelböck ist bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern verletzt worden. Der 18-Jährige hatte ohne Führerschein ein Auto gesteuert und war nahe seiner Heimatstadt Eggenfelden mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Warum habt ihr das damals entschieden? Naja, es gab, das ist ja immer abhängig von dem, der gerade die Entscheidung trifft. Und der hat gesagt, den kennt jeder und das steht morgen in allen Zeitungen, das müssen wir machen. Und dann hat sich die Redaktion dann zähneknirschend gebeugt, gab große Diskussionen. Aber das Irre ist, es gibt 60 Jahre Tagesschau. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir jetzt wieder Jubiläum haben beispielsweise, jeder Journalist sagt, ja, aber der Niedergang hat ja begonnen mit dem Gurkenlaster. Erstens haben wir den Gurkenlaster überhaupt nicht genannt, also haben das Wort gar nicht genannt. Ich glaube, das schon am nächsten Mal in der Bildzeitung. Ja. Und das war die einzige Meldung in der Richtung, die wir in 60 Jahren gemacht haben. Aber die ist wirklich sowas von präsent, das kann man sich gar nicht vorstellen. Hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Daniel heute noch so bekannt ist. Weil der Gurkenlaster, der hat, glaube ich, alles rausgeholt. Er wird eben also auch immer darauf angesprochen. Mich haben auch wirklich Leute schon gefragt, ob das inszeniert wurde. Ja. Weil das war irgendwie so spektakulär. Da haben ja die Damen in Niederbayern, die Bäuerinnen, haben dann die Gurkengläser aufgesammelt und bei eBay reingestellt. Also beziehungsweise, ja. Wie vom Laster. Ja, wie vom Laster. Aber das waren die Enkelkinder. Die haben das dann für die Mütterchen reingestellt ins Netz.